fleißig am Aufbauen. Heute ist Mittwoch. Morgen haben wir noch einen Tag. Freitag geht's los. Wir haben ja guten vor 2 Wochen die Felgen gemacht, meine Limo-Felgen, die soll er einmal wieder frisch machen. Und jetzt gehen wir mal zu unserem direkten Standnachbarn rüber. Der hat nämlich die Felgen mit und die sollen fertig sein, sodass wir bis zur Messe noch auf der Limo. Hey. So, da sind wir. Mutlu hat mir extra die Felgen hergebracht. Alles in Klappe, die Felgen. Ich selber habe sie noch gar nicht gesehen. Ich bin selber gespannt, ob sie nicht doch rot sind. Aber alles. Ein bisschen Farbe ins Spiel. Nein, hat alles geklappt? Ja. Die eine oder andere Stelle war ein bisschen hartnäckig, aber sonst. Also wir waren doch schon gut korrigiert. Ja, gab's aber Schlimmeres, sag mal so. Du hast das ja zum Glück alles mitgefilmt. Ja. Somit können wir euch jetzt zeigen, wie die einzelnen Schritte waren. Das blenden wir jetzt kurz einmal ein und dann geht's auch weiter. So, Philipp. Und zwar sind jetzt deine Felgen so weit, dass wir sie auseinandergeschraubt haben. Und jetzt als erstes tun wir sie mal alle entlacken. Und dann gucken wir mal, was da übrig bleibt. Ich denke, der ein oder andere Fleck, was du da an Korrosion und so hast, wird auch ein bisschen im Lack drin sein, wo wir mit dem Entlacken vielleicht schon wegkriegen. Da du die gebrushte Oberfläche beibehalten willst, entscheiden wir nach dem Entlacken, was wir als nächstes tun. So, auseinandergeschraubt sind sie. Vielleicht müssen wir auch hier mal ein oder andere Felge innen etwas abdrehen, damit sie hier auch wieder alle sauber sind. Und das sehen wir nach dem Entlacken. Wenn das durchs Entlacken weggeht, ist gut. Wenn nicht, müssen wir die hier nachdrehen. Also, ich komme mir schon vor wie Darth Vader. Ich bin dein Vater. Jetzt tun wir sie rein, jetzt dampft ein bisschen. So, jetzt haben wir sie gestern rausgeholt aus dem Bad. Da das eine Riesensauerei ist, haben wir sie vorher nochmal sauber gemacht, also abgestrahlt. Jetzt liegen die Felgen da. Jetzt wollten wir im Prinzip gucken, ob die ganzen Rückstände noch zu sehen sind. Und ja, die sind zu sehen, weil sie jetzt im Materialback sind und nicht nur im Klarlack waren. Im Prinzip sieht man hier diese Flecken. Ihr dürft euch jetzt von der Oberfläche, wie sie jetzt sind, wenn sie jetzt mal auch mal aufnimmt hier, die Front, nicht irritieren lassen, die müssen nur sauber gemacht werden, dann siehst du im Prinzip das Gebrushte wieder. Also darf man sich von der Fläche hier nicht irritieren lassen, die sind nur nicht jetzt sauber gemacht. So, jetzt haben wir die ein oder andere Felgenstern schon bearbeitet. Man sieht noch ganz kleine Rückstände, also 100% müssen wir sie bearbeiten, aber so haben wir es einigermaßen auch die Struktur wieder so ungefähr hinbekommen. Also im Prinzip könnten wir die wirklich sauber machen, Klarlack drauf, also als Pulver, Acrylpulver, und dann sollten sie so wieder wie neu sein. Aber bei den Betten hier haben wir das Problem, ich habe jetzt mal nur so eine Fläche sauber gemacht, dass diese Rückstände, wo die Speichen waren, einfach nicht sauber kriegen. Und dann hat er hier doch die ein oder andere kleine Macke. Ich sage jetzt mal, wir sollten die auf jeden Fall nochmal die Kontur abdrehen, dann haben wir auch die Oberfläche hier, die Auflagefläche nochmal sauber und dann sind sie wirklich wie neu. So, jetzt haben wir die Felgen mal gedreht, zumindest mal eine, dass wir mal auch den Unterschied zeigen können. Und anschließend haben wir sie nochmal bearbeitet nach dem Drehen, weil das Drehen selber ist ja im Prinzip ganz gedreht, wie poliert, ähnlich wie poliert. Da hätten wir auch die Riefen drin, aber selbst mit dem Vorschub, Verstellungen haben wir es jetzt probiert, weil das machen wir im Prinzip, die Oberfläche versuchen wir zum ersten Mal so zu machen. Jetzt haben wir es praktisch so nochmal bearbeitet, mit einem anderen ein, zwei Sachen probiert. Da kannst du im Prinzip jetzt auch mal den Unterschied sehen, beziehungsweise auch nicht sehen. Hier ist diese original gebrushte Fläche. Ich halte sie mal so. Jetzt kannst du mal schwind beides sehen. Da wir alle Felgen, ob das von Kunden sind oder unsere sind, immer gleich bearbeiten und natürlich auch einen perfekten Zustand wiederbringen wollen, weil wir auch Felgen irgendwo lieben, ja, hoffe ich, dass das Ergebnis dann hinterher auch den Philipp befriedigt, sage ich jetzt mal so, weil wir auch wissen, wie perfekt er ist oder er es auch gerne perfekt haben möchte. So, wenn wir die anderen drei Betten jetzt auch noch fertig haben, dann gehen wir zum Pulvern rüber. Klarlack für Stern,
fürs Bett und dann anschließend zusammenschrauben. Und dann wird man auch das Ergebnis euch nochmal schön zeigen. So, soweit sind die jetzt fertig. Klarlack haben sie jetzt auch bekommen. Die Flecken sieht man jetzt Gott sei Dank an diesen Ventillöchern nicht mehr. Das ist immer, ich sage jetzt mal, die gleiche Struktur haben wir wieder hinbekommen, indem wir sie auf verschiedene Arten geschliffen haben. Nur an diesen Löchern, da wo die Unterwanderungen im Prinzip waren. So, Betten sind auch fertig. Jetzt heißt es nur noch zusammenschrauben. Und dann kann er sie endlich wieder auf dem schönen B5 RS4 weiterfahren. Hier zeigen wir euch, dass wir jetzt auch innen mittlerweile, das war ja alles schwarz, und die haben wir praktisch entlackt, nochmal angeschliffen und auch so eine ähnliche Struktur jetzt wieder draus gemacht wie die Außenseite hier. Damit sieht sie jetzt auch innen gut aus und ja. Freut mich, wenn es dem Philipp gefällt. Das sah jetzt gerade ja schon ziemlich spektakulär aus, was er da so gemacht hat. Ich muss echt sagen, waren echt ja einige Schritte, um viel zu machen, dass die Dinger wirklich wieder fertig. Ja, also es gibt Fälle, wenn dann noch Farbe ins Spiel kommt, dann wird es natürlich ein bisschen noch aufwendiger oder längeren Prozess. Aber bei dir war es jetzt im Prinzip nur Klarlack, so lassen wir es nur ausbessern. Da wird doch keine Farbe. Das ist überraschend. Ich nehme mal eine runter, dann können wir das besser zeigen hier. So aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss auch sagen, das Gebrushte hast du auch wieder perfekt getroffen. Ne? Man sieht ja, hast du die Oberfläche auch komplett gebrushed? Nein. Nein. Also man sieht jetzt auch, vielleicht kriegen wir das gleich ein bisschen gefilmt, die gebrushte Oberfläche ist schon sehr original, wie es war. Ne? Genau. Und ich finde halt immer so geil, deswegen wollte ich die vom Finish her auch genauso wieder haben. Man sieht halt irgendwie durch diesen dicken Klarlack drauf, ne, sieht das Gebrushte irgendwie noch ein bisschen intensiver aus. Ja, intensiver. Und dann haben wir natürlich durch das Entlacken haben wir ihn blank gehabt, weil die Betten waren ja schwarz. Mhm. Die haben wir im Prinzip auch in der Struktur nachgebildet nochmal. So, und jetzt zeige ich euch nämlich mal, was er nämlich Hupu ist. Er hat natürlich nämlich nicht, so wie ich gesagt habe, einfach nur außen gemacht, sondern die ganze Felge ist wieder sauber und wie neu, ne? Ja, krass. Und das ist auch alles gedreht. Sauber gedreht. Also ohne Material ab. Also im Prinzip bleiben Mühe oder Hundertstelbereich was weggenommen. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Freut mich. Total. Ich habe ja auch länger jemanden gesucht, der mir das so wieder hinbekommt. Deswegen waren die Felgen jetzt noch ein, zwei Jahre nicht drauf. Okay. Das wird heute ein bisschen kürzer, das Video, weil du hast bestimmt auch noch genug zu tun. Morgen geht Essen Motorshow los. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Hoffen wir so. Was hast du so an Autos mitgebracht? Willst du was verraten oder lieber jeder vorbeikommen? Was Altes, was Sportliches und was Ruhiges. Und alles wieder schwarz. Alles wieder schwarz. Das ist klar. Ja, wir sind direkt Standnachbarn. Seid jederzeit eingeladen, weder bei uns noch bei euch vorbeizukommen. Richtig. Ich freue mich drauf, jetzt noch auf die schnellen Reifen aufzuziehen, damit die Felge nämlich am Freitag auf der Limo auf dem Stand ist. Cool. Freue mich. Dann danke für die Arbeit. Danke fürs Zuschauen. Und